Hallo und herzlich willkommen hier in meinem Kanal. Und heute muss ich sagen, es ist unser Kanal, denn heute geht es gar nicht so sehr um mich, sondern heute geht es um ihn hier. Ja? Heute geht es um den Hund. Und zwar, ich habe es euch schon auf Instagram am Wochenende versprochen. Und zwar, diese Woche gibt es ein Video, oder jetzt gibt es ein Video. Und da geht es um eine alte Story von André Costolani, dem alten, den Altbörsenmeister. Und die hat mit einem Hund und einem Herrchen zu tun. Und wie das Ganze zusammenhängt, das erkläre ich euch jetzt hier im Video. Also, ich habe ja selbst einige Vorbilder für meine Börsenkarriere. Ne? Und einer der ersten, der mich beeinflusst hat und das positiv und dem ich auch mal das Glück hatte, ihn selber mal kennenzulernen, das war Börsenaltmeister André Costolani. Und André Costolani, der ja sehr, sehr alt geworden ist, der hat mich wirklich für die Börse fasziniert mit seiner Art. Und er hat immer die hohe Kunst gehabt, dass er Wissenswertes in Geschichten verpackt. Und eine dieser Geschichten, die er erzählt hat, die hatte zu tun mit der Beziehung zwischen Börse und der Wirtschaft. Und er hat das immer so erklärt, dass er gesagt hat, stellt euch einfach vor, dass die Wirtschaft, das ist das Herrschen. Also ich jetzt in dem Fall. Ja? Und ich gehe mit meinem Hund der Börse spazieren. So, hier. Und ihr seht es momentan, er zieht. Das heißt, manchmal rennt eben der Hund vor dem Herrschen her. Dann bleibt er auch mal wieder stehen. Und dann kommt er aber auch wieder zu seinem Herrschen zurück. Und im übertragenen Sinne hat das also Costolani so gemeint, dass er gesagt hat, die Wirtschaft, das Herrschen schreitet voran. Mal langsamer, mal schneller, aber es schreitet voran. Die Börse aber, der Hund, dem ist das manchmal zu langsam und deswegen rennt sie voraus. Die Börse ist schneller als die wirtschaftliche Entwicklung und manchmal dreht sie dann auch wieder rum. Das heißt also, obwohl die Wirtschaft vielleicht sogar weiter wächst und sich weiterentwickelt, fällt die Börse. Und das ist auch etwas, was wir immer mal wieder beobachten können. Jetzt sagt ja auch schon Warren Buffett, dass es gar nicht so viel Sinn macht, auf die Wirtschaft als solches zu achten, sondern mehr auf die Unternehmen. Und ich stimme ihm da natürlich zu, wie soll man so einem Mann auch widersprechen. Aber es sind auch so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Viele versuchen immer auf die Börse oder auf die Wirtschaft besser gesagt zu schauen, um daraus Schlüsse für die Kursentwicklung ableiten zu können. Ne? In der Regel ist es aber so, dass du daraus gar nicht allzu viel ableiten kannst. Weil es eben ganz einfach so ist, dass meistens, viele denken ja immer, die Wirtschaft wird schlecht und dann fangen die Börsenkurse an zu fallen. Oftmals ist es aber genau umgekehrt. Erst werden die Börsenkurse schlecht und dann fängt die Wirtschaft an zu fallen. Und manchmal kann man das auch so ein bisschen erkennen, dass wenn jetzt zum Beispiel die Börsenkurse fallen und dann gibt es zum Beispiel Earnings, ne? Also dann kommen die neuen Zahlen raus von den Unternehmen. Und jetzt überlegt euch mal in einem super bullischen Umfeld, also wenn die Börse wirklich richtig gut läuft, wenn es wirklich, wenn ein Höchstkurs nach dem anderen gemacht ist, wenn die Wirtschaft gut läuft, ne? Dann geben natürlich auch die CEOs und die CFOs der Gesellschaften positive Ausblicke. Meist ist ja bei diesen ganzen Earnings gar nicht so wichtig, was wird denn überhaupt berichtet, sondern wie ist eher der Ausblick. Also eine Firma kann durchaus sagen, bei uns lief super, aber nächstes Jahr läuft es überhaupt nicht, dann wird der Kurs fallen, entschuldigt. Umgekehrt kann eine Firma sagen, naja, bis jetzt lief es ziemlich schlecht, aber jetzt haben wir gehen davon aus, dass wir nächstes Jahr den Großauftrag bekommen oder nächstes Jahr in die schwarzen Zahlen kommen, wie auch immer, und dann verdienen wir halt Geld. Und aus dem Grunde ist es oftmals so, dass der Ausblick der Firmen viel wichtiger ist. Und wenn die Börsen halt fallen, dann sind meist die CEOs auch sehr, sehr vorsichtig, was die Ausblicke sind. Und dann bewegen sich die Kurse nach unten, dann trüben sich die Wirtschaftsindikatoren ein. Das heißt also, dann rennt quasi die Wirtschaft der Börse hinterher. Nicht die Wirtschaft macht die Preise, sondern die Preise machen die Wirtschaft. Das kann man immer wieder beobachten und deswegen legt er auch gar nicht so viel Wert darauf, was denn nun jetzt wirklich die Wirtschaftsnachrichten sind. Guckt sie euch an, übertreibt es aber nicht. Ne? Übertreibt es nicht. Viel wichtiger ist, dass ihr gute Unternehmen findet, die gute Zukunftsaussichten haben, weil wenn das gegeben ist, dann werdet ihr mit diesen Firmen langfristig immer Geld verdienen, egal was die Wirtschaft macht. Tja, und das war's. Grüße. Ja, heute hört mal die Wirtschaft. Nein, die Börse hört heute mal auf die Wirtschaft. Das
nicht immer so. Schön, dass ihr dabei wart bei unserem kleinen Spaziergang. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.